Mekka ist ein altes religiöses Zentrum Arabiens. Zentrum der Verehrung ist die Kaaba, ein quaderförmiges Gebäude, das als Haus Gottes angesehen wird und von Adam erbaut und Abraham wiedererrichtet worden sein soll. Für 569 wird berichtet, dass ein Vorfahre Mohammeds den mekkanischen Kult in der von Abraham und Ismael gestifteten Form wiederbelebt haben soll. Auch die von den Pilgern zu erbringenden Dienstleistungen wurden neu geregelt. Der Einfluss der Sassaniden auf Mekka war groß, auch wenn die Stadt immer wieder ihre Unabhängigkeit betonte, so datierte man nach den Herrscherjahren der Sassaniden. Anfang des 7. Jahrhunderts war Mekka schwer erschüttert von inneren Konflikten. Zur alten Religion trat nun die iranische und die christliche Lehre in Konkurrenz. Das Judentum war seit jeher dort vorhanden. So entstanden eigene Formen der Religiosität, die eine sittliche Durchdringung des Lebenswandels forderten und ein Weltgericht ankündigten, vor dem das Individuum sich für das irdische Tun und Lassen verantworten muss. Zunächst war es eine Religion von Einzelgängern. In Mekka selbst pflegte man die Religion Abrahams. Daher sei der Kult älter als jener der Juden, die sich auf Moses berufen oder gar der Christen mit Jesus.